Ich glaube, ich habe ganz viel mitgenommen vom Everest. Ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich geblieben bin, dass ich mich durchgekämpft habe, durch ganz schwere Zeiten auch, also vor allem mit mir selbst. Ich bin in Bayern aufgewachsen und habe in meiner Kindheit ziemlich viel Zeit in den Bergen verbracht. Und mir hat das immer richtig viel Spaß gemacht zu wandern, aber so extrem wie unsere heutige Gästin könnte ich persönlich mir das nicht vorstellen. Ich habe heute hier Helga zu Gast. Sie ist die erste deutsche Frau, die auf dem Mount Everest war und auch wieder lebendig runtergekommen ist. Helga, herzlich willkommen bei uns. Hi Lisa, hallo. Wir werden gleich auch noch drüber sprechen, wie denn diese ganze Reise für dich war, welche Gefahren und Risiken das auch mit sich bringt. Als erstes würde es mich mal aber interessieren, wie bist du denn drauf gekommen, das zu machen? War das so ein großer Lebenstraum immer schon von dir? Vielleicht ein kleines bisschen, weil ich meine, als ich 7 Jahre alt war, war ich mit meinen Großeltern in ihrem Wohnzimmer und die waren gerade zurückgekommen von einer Expedition im Himalaya und haben uns die Bilder gezeigt. Und ich weiß noch, wie mein Großvater diese großen Dias an die Wand geworfen hat und erzählt hat von dem Everest, von dem Trekking, was sie dort gemacht haben. Ich weiß noch, dass mich das damals total beeindruckt hat. Und als wir nach Hause gefahren sind, saß ich hinten im Auto und ich erinnere mich noch ganz genau, ich saß so zusammengekauert und habe gedacht, wenn ich mal groß bin, dann wandere ich in den Himalaya aus. Aber das ist dann nicht so gekommen, wie ich das gedacht habe. Ich habe nach dem Abitur recht schnell den Start gemacht in die Modekarriere, bin Moderedakteurin geworden. Und ich habe erst mit 29 angefangen mit dem Bergsteigen, also an der Kletterwand. Bevor du diese Expedition auf den Everest begonnen hast, was hast du dir denn erhofft davon? Also es hat lange Zeit gedauert, bis ich mich getraut habe, überhaupt über den Everest nachzudenken. Und ich war auf vielen, vielen anderen Bergen vorher. Und als der Everest dann so in mein Gesichtsfeld kam und ich angefangen habe zu trainieren, ich wollte einfach einmal dabei sein beim größten Abenteuer, was es in den Bergen gegeben hat oder jedenfalls in meinem Gefühl her. Ich hatte immer wieder Bergsteiger kennengelernt auf anderen Expeditionen, die mit leuchtenden Augen vom Everest erzählt haben. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Allergrößte, was man im Leben tun kann. Das ist Helga. Sie ist 54 Jahre alt, wohnt in der Nähe von München und ist die allererste deutsche Frau, die den Mount Everest, also den höchsten Berg der Welt, erfolgreich bestiegen hat. In den 2 Monaten am Berg gab es schon auch einige Tage, wo ich am liebsten nach Hause gefahren wäre, wo es mir zu kalt und zu anstrengend war und ich das Gefühl hatte, dass ich das niemals schaffen werde. An anderen Tagen hat sie mit dem Berg gesprochen. Nur ein paar Jahre zuvor war dieses Abenteuer von Helgas Leben sehr, sehr weit entfernt. Ich war Moderedakteurin bei der Vogue. Eine Kletterwand hat dann alles verändert. Helga tauschte die Frauen für die Männerdomäne. Helga, wie verrückt bist du eigentlich, dass du so eine gefährliche Reise machst, die einige nicht überleben? Bevor wir jetzt gleich zu deiner Everest-Expedition kommen mit all ihren Höhen, Tiefen und Herausforderungen, würde ich gerne einmal mit dir abchecken, wie bereit denn ich jetzt momentan so wäre für so eine große Expedition. Hier kommt unser Everest-Check in 5 Kategorien. Und zwar würde ich als erstes mal wissen, wie es denn so mit dem Thema Training aussieht. Bei mir ist es jetzt so, ich gehe 2-mal die Woche zum Yoga. Ich gucke, dass ich regelmäßig Fahrrad fahre. Manchmal gehe ich auch so ein bisschen wandern in den Bergen. Wie gut bin ich denn da jetzt gerade aufgestellt? Also Yoga ist gut, das ist super. Ich bin damals laufen gegangen, also du müsstest wahrscheinlich dein Lauftraining ein bisschen erhöhen. Dann würde ich empfehlen, dass du ins Fitnessstudio gehst und auf diesen Stepper geht, also diese rollende Stufen, den Rucksack packst, 20 Pfund im Rucksack, also um die 10, 12 Kilo im Rucksack und 45 Minuten aufsteigst. Das ist so das wichtigste Training. Es trainiert den Rücken und die Muskeln und vor allem die Beine und auch so das Gleichgewichtssinn. Und dann ein bisschen klettern würde ich dir schon auch raten. Wie lange hast du dieses Training gemacht, bis du das Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich bereit? 3 Jahre. 3 Jahre lang. Okay, also ich hab dann mal was vor. Das nächste Thema wäre dann die Erfahrung. Bei mir ist es jetzt so, dass ich in meinem Leben ja vielleicht auf so 10 Bergen oder sowas war, die auch nicht alle so super hoch waren. Bevor du auf den Everest gehst, würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Also du hast ein paar 7000er oder wenigstens ein paar 6000er solltest du schon besteigen. Was am Everest dazu kommt, ist die extreme Höhe. Also dass die Luft so dünn wird und so sauerstoffarm und dass dann so ein dramatischer Leistungsabfall auch stattfindet und jeder Körper ein bisschen anders reagiert. Also ich krieg sehr starke Kopfschmerzen in der Höhe und
und kann auch nicht so gut schlafen, habe keinen Appetit. Das zweite ist die extreme Kälte. Es ist natürlich auf 8000 Metern schon ein bisschen kälter als auf 1000 Metern. Ich bin eine ziemliche Frostbeule. Also ja, ich glaube, allein daran würde es wahrscheinlich schon scheitern bei mir. Man muss einfach die richtigen Anziehsachen dann dabei haben. Dann als drittes hätten wir das Thema Geld. Auf wie viele Ausgaben müsste ich mich denn so ungefähr einstellen? Leider sehr teuer, auf den Everest zu steigen. Also die Expedition dauert ja 2 Monate. 2 Monate? Das braucht die lange Zeit, weil der Körper sich akklimatisieren muss. Also der bildet mehr rote Blutkörperchen, um den wenigen Sauerstoff besser aufnehmen zu können. Und mit Vollpension und allem drum und dran habe ich damals $35.000 bezahlt. Also ich habe schon recht lang gespart. Ich habe einen Teil, meine Großeltern haben mir einen Teil vererbt, den ich sofort in den Everest gesteckt habe. Das ist schon ein richtig großes Investment. Krass, das heißt, wenn ich das machen wollen würde, würde ich auf jeden Fall ordentlich sparen müssen. Das vierte Thema wäre dann das Reiseteam. Wahrscheinlich ist es so, dass man nicht alleine nach da oben steigt. Mit wie vielen Leuten warst du denn unterwegs? Ich war mit 15 Menschen im Team. Das war der Bergführer, dann 2 Tibeter, die uns geholfen haben vor Ort, 5 Sherpas, sind so die Spezialisten am Berg, die Tiger des Himalaya. Und dann waren in meinem Team noch 4 Männer, also 4 andere Bergsteiger und noch 2 Köche, die uns in den Basislagern versorgt haben. Also es braucht schon ein großes, sehr starkes Team, was auch ganz unterschiedliche Stärken und Kräfte, Erfahrungen an den Berg bringt, damit man so eine Herausforderung auch schaffen kann. Dann kommen wir zur Ausrüstung. Und du hast mir ja hier so ein kleines Starter-Kit geschickt. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, das sind schöne, dicke, warme Handschuhe. Also die hat man oben drüber. Meistens hat man drunter noch 2 paar kleinere Handschuhe an, damit man teilweise das Seil greifen kann oder auch den Juma einklemmen kann. Aber die meiste Zeit hatte ich die großen, dicken Handschuhe an, weil das sind die einzigen, die richtig warm halten. Krass, also 3 Paar Handschuhe übereinander. Ja. Ich sehe noch eine zweite Sache, die ich erkenne. Hier haben wir nämlich Ramennudeln. Ich dachte früher immer, dass wenn man in den Bergen ist und so einen langen Tag hinter sich hat, dass man wahnsinnigen Hunger hat dann am Abend und dass man unendlich viel essen möchte. Mir ist es in der Höhe immer sehr schwer gefallen zu essen, weil der Körper braucht Sauerstoff, um zu verdauen. Und dadurch, dass wir dort oben so wenig Sauerstoff zur Verfügung haben, hat man überhaupt keinen Appetit dann in der Höhe, also vor allem über 7000 Metern. Und das Einzige, was ganz gut runtergeht, sind diese Nudeln. Wir kommen gleich noch zu dem Thema, wie du denn mit der Lebensgefahr umgehst, die ja auch einfach einhergeht mit einer Besteigung von einem so hohen Berg. Davor würde es mich aber noch interessieren, was denn so vielleicht auch das Schlimmste ist, was dir vor Ort passiert ist. Also ich glaube, die schlimmsten Zeiten, die ich am Everest hatte, die waren mit mir. Mit mir und meinem kleinen Ego. Manchmal hatte ich das Gefühl, was hast du dir nur eingebildet, dass du das kannst? Das war zum ersten Mal, dass ich mir dem so bewusst geworden bin, glaube ich, am Berg auch. Und dass ich nicht so auskonnte. Also ich konnte nicht ausweichen und sagen, ach, jetzt setze ich mich aufs Sofa und schaue mir eine Netflix-Serie an und esse einen großen Topf voll Eis. Gab es denn während der Expedition auch was, das dich schockiert hat? Ja, was mich schockiert hat, ist, dass wir denen begegnet sind, die das nicht überlebt haben. Also es gibt ja viele Menschen am Everest, die dort sterben. Und die meisten Bergsteiger, die am Everest sterben, sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben, weil sie den Rückweg nicht mehr schaffen. Weil sie sich irgendwann hinsetzen und die Kraft nicht mehr finden, wieder aufzustehen. Und es gibt keine Rettung am Everest. Sie schauen aus, als hätten sie sich niedergesetzt oder niedergelegt, einfach um sich auszuruhen. Und eigentlich möchte man hingehen und sagen, hey, du kannst hier nicht schlafen, du musst weitergehen, du musst in Bewegung bleiben. Und dann sieht man so im Schein der Lampe, dass die Daunenjacke schon ausgebleicht ist, die Farbe. Und ich fand das ganz, ganz schwer. Die hatten den gleichen Traum wie ich. Wie war es denn für dich persönlich, mit dieser drohenden Lebensgefahr umzugehen? Ich hatte nie das Gefühl, dass ich dort oben sterben würde. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr behutsam auf diesen Berg steige. Und ich fand auch immer, dass ich rechtzeitig umkehren kann. Was war denn für dich der schönste Moment? Als wir in der Nacht Richtung Gipfel aufgestiegen sind und auf der Nordseite ist der Everest wie eine riesige Mauer, diese Nordwand. Und wir haben immer nur hinaufgeschaut, 6 Wochen lang. Und als wir in der Nacht zum ersten Mal, also ganz oben auf der Mauer standen und es wie so ein kleiner Schneegrat und wir dann in die Täler von Nepal hinunterschauen konnten.
Und das war so ein Moment, der Mond war gerade hinter uns untergegangen in den tiefliegenden Wolken. Und ich hatte das Gefühl, wir sind die Einzigen in dieser Nacht, die über die Welt wachen. Es war so still, es war, als würde die ganze Welt unter den Wolken schlafen. Das werde ich nie vergessen. Und das war der Moment am Berg auch, wo ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, warum ich hierher gekommen bin. Dieser Moment, der begleitet mich mein ganzes Leben lang. Immer wenn es schwierig wird, dann denke ich dran, ich war in dieser Nacht, war ich dort. Und diese Stille kommt dann zurück. Wie war es denn für dich nach einer so emotionalen Reise und dieser krassen Expedition wieder nach Hause zu kommen? Ich habe mich so gesehnt nach so vielen Dingen, nach heißer Badewanne, nach richtigem Essen, nach Salat und Avocado und feine Sachen. Und dann war es, als so die erste Woche vorbei war und ich zu Hause in New York war, dann war es sehr schwer. Also ich bin so in ein richtiges Loch gefallen, zurück in New York. Ich wusste gar nicht, warum muss ich eigentlich noch aufstehen in der Früh? Ich muss ja nicht mehr laufen gehen. Was hast du denn dann damals gemacht, um aus diesem Loch wieder rauszukommen? Ich hatte ein paar Freunde, die das, glaube ich, sehr gut gespürt haben und die gleich gesagt haben, ja, jetzt nimm dich mit auf eine Reise. Und das Zweite waren auch die Bergsteiger, die ich am Everest kennengelernt hatte. Denen ging es ganz genauso. Also die hatten das gleiche Problem, die saßen auch zu Hause und waren in Traurigkeit. Und da haben wir uns doch schnell zusammengerottet und uns einen neuen Berg gesucht. Gab es für dich denn so Erkenntnisse, wo du sagen würdest, die hast du mitgenommen aus dieser Expedition und die kannst du jetzt vielleicht auch noch auf Situationen in deinem Leben übertragen? Ich glaube, ich habe ganz viel mitgenommen vom Everest. Ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich geblieben bin, dass ich mich durchgekämpft habe, durch ganz schwere Zeiten auch, also vor allem mit mir selbst. Und ich glaube, dass mir im Leben ganz viel Kraft gegeben hat. Also es gibt ganz viele Momente, wo ich denke, naja gut, also so schlimm wie am Everest ist das hier noch lange nicht. Helga, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns deine wirklich sehr, sehr inspirierende Geschichte erzählt hast. Gerne, vielen Dank. Danke für die schönen Fragen. Schreibt ihr uns doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr euch auch vorstellen könntet, so eine große Expedition zu machen. Aber bevor ihr damit startet, schaut vielleicht zuerst mal noch bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Y-Kollektiv vorbei. Die haben nämlich auch über den Everest gesprochen und über die Frage, wie denn der Tourismus dort den Everest selbst, aber auch die nepalesischen Einwohnerinnen und Einwohner verändert hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!